Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Minecraft Society und heute... Ich dachte, da oben wär's. Heute beginnt der dritte Teil des Kirchenbaus. Heute bauen wir den Turm und eventuell das Innenleben, wenn wir so weit kommen. Und ja, müssen wir jetzt mal gucken. Genau. Der Turm wird ja höher als das ganze Gebäude. So, die... Oh, ich brauche Cobblestone. Und ich muss hier unbedingt Türen einsetzen. Aber das passende Holz habe ich gerade nicht dabei. Schade. Und die Decke muss man auch ein bisschen bearbeiten. So. Dann... Da wieder ein Slaten. Wir kennen es alle aus den letzten Folgen. So, Cobblestone, Cobblestone. Die Schaufel brauchen wir erstmal nicht. Und Glas. So, Cobblestone, Cobble, Slate. Cobble, Cobble. Ups. Ja, den haben wir wieder nicht eingesammelt, war klar. So, hier kommt Glas hin. Kabel und Kabel. Kabel und Slate. Einmal Mauer und Cobblestone. Und da ein Stück Mauer. So, hier können wir wieder... Scheiße, was habe ich denn hier gemacht? Deswegen hat sich das Glas und hier verbunden. Dann können wir das hier unten auch gleich einsammeln. So. Ja, die bauen wir auch noch höher. So. Dann wieder einmal komplett Cobblestone. Hier kommt dann wieder Glas hin. Das war falsch. So. So. Ne, hier machen wir überall Kabel hin. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Der Turm soll auf jeden Fall höher sein. Der wird von außen dann noch ein bisschen verziert. Ja, wie machen wir das jetzt weiter? So, hier oben ist dann auf jeden Fall Stopp. Hier kommt wieder Glas hin. Hier kommt wieder Glas hin. So, hier kommt komplett Cobblestone. Da kommt ein Slate hin. Da kommt ein Slate hin. So. Und da kommt ein Slate hin. Und Cobblestone und Glas.
So. Cobblestone und Glas. So, hier Cobblestone. Machen wir das so. So, und nochmal Glas. So, ich weiß, ich hatte noch nie ein Slate über der Glasscheibe, deswegen setzen wir den jetzt dort hin. So, jetzt sind wir ja gleich ganz oben. Hier kommt jetzt kein Glas mehr hin. Nochmal ein Stück Mauer. Dort nochmal ein Slate. Und Mauer. So, dann Halfs. Half Slab. Und das reicht eigentlich schon aus von der Höhe her, wenn ich das so sehe. Hier zu, dann kommt die Scheibe nämlich auch weg. So. Wie machen wir das jetzt weiter? Jetzt brauche ich erstmal hier oben Licht, das nichts spawnen tut. Hier drinnen braucht man natürlich auch überall Licht. So. 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 Und so. Und ich habe keine Fackeln mehr. Ist ja auch nichts Neues mehr bei mir. Habe ich hier unten irgendwas drin, was ich gebrauchen kann? Ja. Das kommt hier mit rein. Nichts von Bedeutung für hier. Dann machen wir das jetzt so hier. Zwei, drei, vier, fünf. So. Jetzt brauchen wir irgendwas Pechschwarzes, was wir als Glocke nehmen können. Da holen wir uns dann ein schwarzes Stück Wolle. Hier unten können wir die Fackel zum Beispiel nehmen. Und dort hinsetzen. Blub, 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 blub. So. Das, das, das. Ja, toll, jetzt gewittert es natürlich noch und ich bin hier oben drauf. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Ach, Satan, ey. Hui, was ist denn hier los? Wir sind noch so wenig online. Holy moly. Das kam zwar schon öfters vor, aber... Das ist halt immer wieder ein Hingucker wert, wenn so wenig online sind. So. Das, das, das und das.
Und wir dürfen wieder runter, denn wir haben keine Mauern mehr. Wie ich das liebe. Hau ab. Und noch ein bisschen Money bekommen. Gucken. Davon haben wir noch ein paar, das ist gut. Na komm. Da und da. So. Dann. Ganz kurz hier hochbauen. So. 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 Das. Und das. Dann einmal hier rum. Ist er einfach hier, vor allem wenn man Gefahr läuft, von einem Blitz getroffen zu werden. Wir haben ja die Angewohnheit, einen zu One-Hit, ne? Vor allem bei der schwachen Rüstung, die man hier haben kann. Ja, ist klar. So. Das. So. Hier jetzt wieder. So, hier kommt ein Half-Slap hin. Aus dem einfachen Grund, damit hier nichts spawnt. So, so, so und so. Hier wieder die Half-Slaps. So. Eins, zwei, drei. Shit, das muss etwas höher. Nämlich noch eins mehr. Denn das ist das Kreuz. Damit man auch sofort erkennt, es handelt sich hier um eine Kirche. Und... Scheiße, wie... Autsch. So, dann machen wir das mal ganz kurz so, dass wir hier wieder rein können. Hier kommt dann die Glocke rein.
Das ist jetzt echt runtergeflogen. Oder wo ist das hin? Drecksteil. So, das hier kann weg. Ah, hier liegt's. So, hier wird zugemacht, dass man nicht runterfällt. Ja. So, da holen wir uns jetzt noch das Stück Wolle. Och nee, ich ahne es. Schnell raus hier. Da ist ein fucking... Boah, Baby-Zombie. Die mag ich ja schon mal überhaupt nicht. So, uns hat gerade wieder geleckt. Das heißt, hier ist wieder jemand bei mir. Ja, es leckt sehr stark. Und nein, es liegt nicht daran, dass ich hier so viel verbaut habe. Denn ich habe immer konstante 60 FPS. Komischerweise auf anderen Server habe ich 120 FPS, hier nur 60, also... Ja, da hätte man sich was wegen den Mods überlegen müssen, dass das nicht so extrem lastige Mods sind. Aber gut, mehr als meckern kann man nicht. Und das werde ich auch nicht. So, jetzt werden wir uns noch den Altar drinne bauen. Hier oben. Das und das. Den Rest machen wir uns dann so. Fackeln brauche ich noch. Ja, komm rein hier. Habe ich die hier drinne? Nein. Dann habe ich die hier hinten bei Holzsachen bestimmt drinne. Hey! Irgendwo hatte ich doch ein ganzes Stack Fackeln. Im Übrigen, hier ist meine Ausgerüstung. Hä? Ja, hier sind doch Fackeln, bin ich bescheuert. Naja, egal. Ihr braucht das nicht zu kommentieren. Ich weiß selber, dass ich bescheuert bin. So bin ich, so bleibe ich, so lebe ich. Ganz einfach. So, ich werde aber auf jeden Fall noch Oakwood brauchen. Das hier hätte ich auch um eins nach oben verlegen können, aber gut. Jetzt ist es zu spät, ich reiß das nicht nochmal ab. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig nice geworden. Toi, 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 das sieht richtig gut aus. Von draußen wird dann sowieso noch ein bisschen Verschönerungsarbeit gemacht. So, jetzt bauen wir uns hier erst einmal ganz kurz hoch. Denn hier soll ja auch ein Kreuz rein. So, hier kommt aber ein weißes rein. So.
Alles meins. Was schmeißen wir denn jetzt weg? Scheiße. Machen wir das so. Mein Geld. Das wäre, das brauche ich immer mal, wenn ich in die Hauptstadt gehe. Um mir zum Beispiel Book and Quill zu kaufen oder ein paar andere Sachen. So, wir gehen jetzt hoch und setzen das Glöckchen. Am geilsten würde natürlich ein Drachenei aussehen, aber wenn ich das dort drin hätte, das wäre bei Zeit wieder weg. So. Dann kommen hier oben nochmal extra Fackeln dazu, dass das auch schön hell ist. So, und hier muss noch eine Fackel hin. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie bauen wir das hier? Hier soll ein Sitzplatz hin, hier soll einer hin, hier soll einer hin, hier soll einer hin. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, uns jetzt was zu überlegen, wie wir das bauen. Das Rednerpult. Und ich habe eigentlich keinen blassen Schimmer. Hallo? Wie mache ich... Ach so, okay. So, Sitzplatz. Wir machen das so. Jetzt brauchen wir davon noch na hier Treppchen. Eins so und eins so. Sieht zwar jetzt eher aus wie ein Thron, aber gut. So. Das kann erst einmal alles hier wieder raus. So, da haben wir unsere Fackeln. Jetzt muss man hier drinnen noch ans Verkleiden kommen oder gehen. So. Da wir ja genügend Pickaxe dabei haben, machen wir das jetzt hier, bauen wir uns jetzt hier einfach mal mit Cobblestone hoch. Das zu. Das zu. Und das zu. Autsch. Ja gut, so leicht kann es gehen, dass man mal wieder runterfällt. Aber ich muss jetzt hier runter. Denn ich muss ja hier auch noch zubauen. Ja, das und das. So, jetzt wieder hier einmal hoch. Autsch. Mann, Mann, Mann. So. Und hier oben kommen Holzblöckchen hin. Hier noch einmal. So, dann hier der ganze Spaß nochmal. F-
Vielleicht lasse ich hier aber auch Kronleuchter runterhängen. Mal gucken. Genügend Eisen habe ich ja. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf brauche ich noch. So, die Türen holen wir uns dann unten aus dem Lager. Aber ich bin ja halt auch noch nicht fertig hiermit. Fehlt ja noch der Friedhof. Und hinten muss noch ein bisschen was gebaut werden. Vorne der Eingangsbereich muss natürlich noch gemacht werden. Vor der Kirche. 1, 2, 4, 6, 8. Gut, das reicht nicht. Ich muss auf jeden Fall nochmal runter. 2, 4. Dann können wir gleich noch die Kronleuchter holen, wenn ich noch welche habe. Einfach mal gucken. Aber ich muss sagen, die gefällt mir richtig gut. Turm hätte zwar ein bisschen größer sein können, aber gut, für meine Verhältnisse reicht das vollkommen aus. So, oh, ist die Folge schon lang. Ja gut, ich sage einfach mal Scheiß drauf, wir machen das jetzt noch fertig. Den Friedhof bauen wir dann nach der Expedition. Genauso wie die Baumfarm und die Weinplantage. Die werden wir auch nach der Expedition in Angriff nehmen. Oder ich mache das offline, das könnt ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben. Und ja. 1, 2, 3, 4. So, Kronleuchter. Türen, genau. Türen, 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 Türen. Ich habe nirgendwo schwarzes Holz. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Na dann nehmen wir die Türen. Aber was für ein Holz habe ich schon genommen, dass ich dort oben... so eine richtig geile Tür habe. Nein, die war es nicht. Junglewood war es auch nicht. Das ist das Kabinett, das ist eine Falle. Naja gut, wir müssen sowieso Holz farmen gehen, weil wir ja ein bisschen was brauchen. Habe ich das hier drinne? Hier habe ich es auch nicht drin. Ich weiß, dass ich irgendwo noch Kronleuchter und Kerzen habe. Und ich habe nichts mehr zum Mampfen dabei. In meinem Haus habe ich, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, da pfeife ich mir mal OP-Essen rein. Sei es mir gegönnt. So, hier haben wir noch. Sehr schön. Einmal OP essen, bitte. Das war der falsche Code. Jo, was gönnen wir uns denn? Ach, sowas hier. So ist da eine Spinne gespawnt, ey. Holy moly, was ist denn hier fuckt? So, da gucken wir gleich mal nach den Hühnchen. Die haben sich nicht mehr vermehrt. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Die kriegen auch erstmal nichts zu fressen. Ich muss erstmal das Fleisch verarbeiten. So, die Türen setzen wir als allererstes ein. Ja, das dauert jetzt.
So, aber instant das Essen wieder voll. So. Hier eine Tür. Hier eine Tür. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal safe hier drin, ne? So, dann kommen jetzt die Kerzenleuchter. Wie viel werde ich benötigen? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, 3 Stück müssten ausreichen. Na. So. Oh. Oh. Da müssen wir also doch noch was craften, ne? Aber Hauptsache, wir haben jetzt erstmal 2 hier drin, wo wir ein bisschen Beleuchtung hermachen können. So, wo? So. Das daran. Das. Das. Und das. Ja, von der Höhe her passt das auch vollkommen. So, es hat gerade wieder geleckt. Das kotzt mich wortwörtlich hier an. So. Dann war hier noch ein Ding auf passender Höhe. So, wir werden aber trotzdem noch... Wobei... So und so. So und so. So und so. Müsste hell genug sein, dass hier drinnen nichts mehr spawnt. Dort kommt auf jeden Fall nochmal eine Strüppe ran und... na hier. Kerzenständer, ach nach. Ihr wisst, was ich meine. So, dann wird hier noch was gesetzt, damit das ordentlich aussieht. Genau. Jo, dann sind wir auch fertig. Die Inneneinrichtung, die mache ich ein andermal. Das mache ich offline. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Kommt auf meinen Discord, da könnt ihr mit mir quatschen, schreiben. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.